Die Schweiz hat das dichtest befahrene Schienennetz vor ganzer Welt. Und doch gibt es täglich bei der SBB nur 17 Stellwerkstörungen. Wie stellt sich das vor? Nimmt man den Zug, der von Zürich nach Bern fährt, dann passiert er etwa 500 Weichen, ein 140 Lichtsignal und 200'000 Sensoren, die ein allfälliges Problem anzeigen in der Zentrale. Eine halbe Stunde hat die Zentrale Zeit, um zu reagieren und ein Team vor Ort zu schicken, um Stellwerkstörungen zu beheben. Das heisst, im ganzen Schienennetz Schweiz gibt es etwa 500 Millionen Meldungen jeden Tag über ein Problem oder nicht ein Problem. Das sind pro Sekunde 6'000 Meldungen. Und doch gibt es täglich nur 17 Stellwerkstörungen. Wieso? Weil sich die SBB stur, ja, ich würde sagen, sogar in einer heiligen Sturheit an ihre SBB-Bibel haltet, an ihre Vorschriften. Sie schnaufen, sie essen, sie trinken ihre Vorschriften, sie leben exakt nach dem und darum kommt es nicht zu Problemen. Ich glaube, viele Stellwerkstörungen bei Menschen sind schlichtweg hausgemacht. Wir handeln nicht mehr nach dem, was Gott uns vorgegeben hat. Im 5. Mose, Kapitel 28, ab Vers 1, da steht: Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird dich der Herr, dein Gott, als Höchstes über alle Völker der Erde setzen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Wow, was für eine Zusage. Es heißt, gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes. Gesegnet wird sein dein Vieh und der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet, 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 gesegnet. Von Vers 1 bis Vers 14 wirst du durchgesegnet, von oben, unten, auf der Seite, von links und rechts. Du bist einfach gesegnet, weil du dich entschieden hast, nach der Vorgabe, nach dem, was Gott von dir will und von dir erwartet, zu leben. Du tust dich also freiwillig unter den Segen von Gott stellen, weil das dein höchste Gesetz ist, weil das die Richtlinie ist, damit du Stellwerkstörungen kannst von deinem Leben fernhalten. Aber wenn du nicht nach dem lebst, sagt Gott, ab Vers 15 bis Vers 69, tust du dich freiwillig entscheiden, dass eben Unsegen oder ein bisschen unpopulär gesagt, Fluch sogar in dein Leben kommt. Also entscheide dich im freien Willen, den Gott dir geschenkt hat, unter den Segen dich zu stellen, damit Gott das tun darf, was er eigentlich in deinem Leben vorhat.